Bei einem Vororttermin an der Karl-Marx-Allee, Ecke Theobald-Renner-Straße in Lobeder Ost, informierten die Verantwortlichen des Jener Nahverkehrs über die anstehenden Baumaßnahmen. Am 19. September starten die sechswöchigen Ausbauarbeiten am Gleisdreieck, den Gleisen und den Haltestellen in Lobeder Ost. Damit die neuen, längeren und breiteren Straßenbahnen im kommenden Jahr eingesetzt werden können, sind vorbereitende Baumaßnahmen notwendig. Eigentlich sollten sie bereits in den Sommerferien ausgeführt werden. Aber Materiallieferverzögerungen verhinderten das. Die Fahrzeuge wurden im Vorfeld hier schon virtuell getestet vor Ort. Und wir haben festgestellt, dass am Gleis 3 in Lobeda beispielsweise sich die neuen Bahnen gar nicht begegnen könnten. Es wäre zu eng gebaut. Deswegen wird das Gleis 3 komplett erneuert, sodass die Bahnen dann reibungslos im wahren Sinne des Wortes aneinander vorbeifahren können. Der Verkehrsfluss sich erhöht. Und so gibt es noch diverse andere Maßnahmen auf dem Streckenast bis Lobeder Ostendstelle, die alle in Vorbereitung des Einsatzes der neuen Bahn an den Haltestellen, auch am Fahrdraht, getroffen werden. Und damit kann man auch schon ablesen, dass die Linie 5 von Lobeder Ost zum Ernst-Appel-Platz die erste Linie sein wird, auf der diese neuen Fahrzeuge eingesetzt werden sollen. Durch die Baumaßnahmen am Gleisdreieck kommt es für die Straßenbahnlinien 1 bis 5 zu Änderungen im Fahrplan. Außerdem wird übergangsweise Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das betrifft die Linie 3 zwischen Lobeder West und Lobeder Ost und die Linie 5 zwischen Lobeder Ost und dem Stadtzentrum. Die Straßenbahnlinie 4 entfällt komplett. Außerdem werden die Buslinien 10, 11 und 12 nach dem Ferienfahrplan fahren. Weitere Informationen zu den Fahrplanänderungen und dem Schienenersatzverkehr sind zu finden unter www.nahverkehr-jena.de, in der Main-Jena-App sowie an den Haltestellen. Die künftigen Baustellen des Jenaer Nahverkehrs werden sich komplett durch Lobeda ziehen. Also es wird gebaut am Gleisdreieck Lobeda, im weiteren Verlauf an der Überfahrt an der Platanstraße. Dort ist im Untergrund die Schiene auch zu reparieren. Das wird auch eine längere Baumaßnahme sein, wo es im Prinzip auch eine Sperrung zur Kreuzung kommt. Dann im weiteren Verlauf alle Haltestellen, die noch nicht umgebaut sind, werden entsprechend vorbereitet für die Durchfahrt der neuen Straßenbahn. An der Endhaltestelle Lobeder Ost ebenfalls wird der Umbau der Haltestelle durchgeführt. Und davor kommt noch ein Gleiswechsel, um mit den neuen längeren Bahnen entsprechend auch rangieren zu können an der neuen Endhaltestelle. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 30. Oktober. Autofahrer müssen sich ab kommendem Montag bis zum 21. Oktober auf eine Vollsperrung an der Kreuzung Erlanger Allee und Kastanienstraße einstellen.